Nächster Redner, Klaus-Dieter Gröder für die CDU-CSU-Fraktion. Dankeschön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kollegen! Der Etat des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz ist mit einem Ansatz von 735 Millionen Euro in die Haushaltsberatungen eingebracht worden und hat diese Haushaltsberatungen mit einer Steigerung von 103 Millionen auf jetzt 838 Millionen Euro verlassen. Diese Steigerung beim kleinsten Etat aller Bundesministerien ist außergewöhnlich, und deshalb will ich an drei unterschiedlichen Beispielen skizzieren, wie es dazu gekommen ist, weil wir Haushälter sind ja nun wahrlich nicht dafür bekannt, dass wir viele, viele Millionen in den Haushaltsberatungen obendrauf satteln. Das hat hier aber an der Stelle seinen guten Grund. Lassen Sie mich mit der größten Etatveränderung beginnen, auf die Tobias Lindner eben auch schon hingewiesen hat. Und ich freue mich ja, dass wir im Kern insgesamt in der Frage sogar einig sind. Da gibt es einen Plus von 90 Millionen Euro als Zustiftung in das Vermögen der Stiftung Warentest im Haushaltsjahr 2017. Ich halte das für eine sehr wichtige Unterstützung des Verbraucherschutzes, und sie geht zurück auf eine Initiative unseres Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder. Nachdem wir bereits im Etat 2016 das Stiftungsvermögen um 10 Millionen Euro erhöht haben, ist der jetzige Schritt die konsequente Umsetzung unserer Absicht, die Stiftung Warentest zu stärken. Aber wir wollen sie nicht nur stärken, wir wollen sie auch dauerhaft unabhängig machen von den laufenden Zuschüssen aus dem Bundeshaushalt. Wir wollen verhindern, dass die Stiftung Warentest auf Dauer jedes Jahr schauen muss, was kommt denn nun bei den Haushaltsberatungen für uns raus. Denn wir von der Union sind davon überzeugt, dass die Stiftung in den über 50 Jahren ihres Bestehens eine gute Arbeit für Verbraucherinnen und Verbraucher in unserem Land geleistet hat. Und zu dieser guten Arbeit soll sie auch weiterhin in der Lage sein. Sie soll frei und unabhängig testen können und die Ergebnisse ihrer Untersuchungen veröffentlichen. Sie soll auch zukünftig eine objektive Informationsquelle für Kundinnen und Kunden sein. Die Stiftung Warentest entstammt einer Regierungserklärung von Konrad Adenauer aus dem Jahr 1962 und hat seit ihrer Schaffung 1964 knapp 6.000 Tests durchgeführt und über 95.000 Produkte und mehr als 2.500 Dienstleistungen bewertet. Sie ist für das Konsumentenverhalten in Deutschland ein unverzichtbarer Wegweiser geworden, und sie hilft auch bei Händlern und Produzenten, Spreu vom Weizen zu trennen. Sie hat in der Frage der Warendeklaration, des Bekämpfens der Mogelpackungen und der Entsorgung von Produkten bereits frühzeitig Maßstäbe gesetzt, und sie genießt in der Öffentlichkeit ein hohes Maß an Vertrauen. Damit das so bleiben kann, wollen wir die Stiftung mit dieser Zustiftung freimachen von den jeweiligen Haushaltsberatungen und sie auf eigene Beine stellen. Die Stiftung Warentest hat bisher im Jahr etwa 40 Millionen selbst erwirtschaftet, und 5 Millionen hat sie jährlich etwa vom Bund als ihrem Stifter erhalten. In Zukunft wird die Stiftung deutlich weniger auf diese jährlichen Zuweisungen angewiesen sein, denn, lieber Tobias Lindner, die Zinsen werden ja auch wieder ein Normalmaß erreichen. Davon gehen wir alle aus. Und irgendwann wird die Stiftung dann gar keinen Bundeszuschuss mehr benötigen, sondern kann komplett auf eigenen Beinen stehen und damit nach außen noch objektiver auftreten, als das bisher schon der Fall war. Und wir glauben, dass wir damit den Verbraucherschutz in Deutschland stärken, so wie wir vor 50 Jahren den ersten Grundstein gelegt haben. An dieser Stelle, Minister Maas, darf ich aber auch die Erwartung zum Ausdruck bringen, dass die 10 Millionen Euro Zustiftung, die wir in den Haushalt 2016 eingestellt haben, nun auch tatsächlich in den nächsten Tagen vor dem Kassenschluss zur Auszahlung kommen. Sollte das nicht der Fall sein, müsste ich mich mal bei Ihnen um einen Gesprächstermin bemühen, müsste ihn sozusagen buchen. Ich hoffe, ich muss dann nichts zahlen, sondern wir können an der Stelle das dann so klären. Ich will natürlich dem Ministerium nicht das Recht absprechen, vor der Auszahlung eines derartigen Betrages zu prüfen, ob alle Voraussetzungen vorliegen, gerne auch im Benehmen mit dem Bundesrechnungshof. Aber eins will ich auch deutlich machen, meine Damen und Herren. Wenn der Haushaltsgesetzgeber, also wir, nach sorgfältiger Prüfung im letzten Herbst entschieden haben, dass wir 10 Millionen Stiftungsvermögen zugeben wollen, dann liegt es nicht im Belieben eines Ministeriums, erstmalig im August zu prüfen, ob das als sinnvoll erachtet wird. Gerne möchte ich an dieser Stelle den Gedankengang unseres Bundestagspräsidenten bemühen, dass das Parlament nicht Vollzugsorgan der Bundesregierung, sondern umgekehrt ihr Auftraggeber ist. Und das gilt auch beim Haushaltsvollzug.
Diese Betrachtung unseres Verfassungsgefüges, meine Damen und Herren, bietet mir eine gute Überleitung zu einer weiteren Ausgabe, die wir im Zuge der Etatberatung in den Haushalt eingefügt haben. Auch wenn der Betrag nun deutlich kleiner ausfällt als der, den ich eben benannt habe, halte ich die dahinterstehende Überlegung allerdings für sehr wichtig. Wir bringen einen neuen Bundesschülerwettbewerb auf den Weg, nämlich den Bundesschülerwettbewerb Rechtsstaat. Ich hatte schon bei der Einbringung des Etats in der Debatte darauf hingewiesen, dass ein derartiger Schülerwettbewerb sinnvoll sein könnte. Und ich hatte damals mich darauf berufen, dass nach einer Umfrage von Infratest aus dem Jahr 2016 nicht einmal 60% der Befragten der deutschen Justiz vertrauen. Dieser Wert betrübt und alarmiert zugleich, und wir müssen etwas dagegen tun. Zum einen durch konsequentes Handeln der Justiz zur Durchsetzung von Sicherheit und Recht. Zum anderen müssen wir aber auch für unseren Rechtsstaat werben, gerade bei der jüngeren Generation. Für vieles gibt es in Deutschland Schülerwettbewerbe. Jugend forscht, Jugend komponiert, Jugend gründet, Bundesumweltwettbewerb, Informatikwettbewerb, Mathematikwettbewerb. Aber für das Recht gab es bisher eine derartige Veranstaltung nicht. Das wollen wir ändern. Wir wollen jungen Menschen in Deutschland motivieren, sich abseits des schulischen Alltags mit unserem Rechtssystem zu beschäftigen. Sie sollen der Frage nachgehen können, was ein faires Gerichtsverfahren auszeichnet und warum bei uns der Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten gilt, warum bei uns Folter und Todesstrafe verboten sind und wie auch der Bürger seinen Staat verklagen kann. Der Rechtsstaat soll für Jugendliche bemerkbar, erlebbar und erfassbar gemacht werden. Im Jahr 2017 soll mit der Finanzierung die Konzeption eines solchen Wettbewerbes ermöglicht werden. Und ich wünsche mir, dass er 2018 erstmalig ausgelobt wird. Ich halte einen derartigen Wettbewerb für einen sehr kleinen Baustein, aber für einen elementaren Baustein, der wichtig ist, dass der Rechtsstaat nicht nur eine leere Worthülse ist, sondern dass jeder, der in diesem Land lebt, ein ganz eigenes Interesse haben muss, diesen Rechtsstaat tatsächlich weiterzuentwickeln und zu stärken. In diesen Zeiten mehr denn je. Und mein drittes Beispiel soll auch etwas anschieben, eine Richtung, die den Rechtsstaat ebenfalls erlebbar machen soll. Wir haben 200.000 in den Haushalt eingestellt, um zu klären, zu welchen Bedingungen in Karlsruhe das Forum Recht etabliert werden kann. Mein Kollege Carsten Körber hatte beim vorhergehenden Tagesordnungspunkt schon darauf hingewiesen. Das Forum Recht soll ähnlich dem Haus der Geschichte in Bonn eine Informations-, Dokumentations- und Kommunikationsplattform zum Thema Rechtsstaat werden. Zum Thema deutscher und europäischer Rechtsstaat. Und dafür ist die Stadt Karlsruhe mit ihrem Sitz von Bundesverfassungsgericht und BGH und ihrer Nähe zu Straßburg geradezu prädestiniert. Ich bin an dieser Stelle unter anderem dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten unseres Verfassungsgerichtes sehr dankbar, dass sie nochmals vor den Haushaltsberatungen den Anstoß gegeben haben für eine erste Förderung durch den Bund. Und jetzt wird es darum gehen, dass der Bund, das Land Baden-Württemberg und die Stadt Karlsruhe gemeinsam eine Konzeption auf den Weg bringen und sich dann auch um die Verwirklichung dieses Forums kümmern. Im Kern geht es hier aber um mehr als nur um ein museumsähnliches Vorhaben. Es geht bei dieser Maßnahme genau wie bei dem Bundesschülerwettbewerb um die Frage, wie wir die Werte, die uns ganz maßgeblich geholfen haben, dieses Land zu dem zu machen, was es heute ist, dauerhaft bei dem ganz überwiegenden Teil der Menschen in unserem Land verankern können. Werte wie Gleichheit und Würde der Menschen, Gewalt- und Justizmonopol des Staates, Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Werte, die offensichtlich neuerdings nicht nur in unserem Land wieder in Frage gestellt werden, in einer Form, die wir sicherlich alle vor vielen Jahren für so undenkbar gehalten haben. Ich glaube, dass eine unserer wichtigsten Aufgaben in den kommenden Jahren darin bestehen wird, deutlich zu machen, dass nicht Demokratie allein, also nicht die Umsetzung des Volkswillens oder des mehrheitlichen Volkswillens der schützenswerte Kern unseres Staates ist, sondern die Demokratie erst im Zusammenwirken mit der Herrschaft des Rechts unser Leben lebenswert macht und vor Willkür schützt. Und in diesem Sinne lassen Sie uns gemeinsam den Rechtsstaat weiterentwickeln, nicht nur mit Hilfe des Haushaltsrechts. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Klaus-Dieter Gröhler.